Hallo Leute, ich bin der Mittler Bernhardi und heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, viele haben es mittlerweile gesehen oder hat selbst einen Vergleich gemacht. Ich habe es letztes Jahr ehrlich gesagt verplempert. Und zwar der Vergleich der Honey Badger. Ja, die Geschichte hinter dem Ganzen, für die, die es noch nicht wissen. 2017 stand ja im Raum das Fire Event, Ausschusshülsen von Funke geklaut hat und die als, 1960er Böller auf den Markt gebracht hat. In Konsequenz daraus hat Funke die Honey Badger entwickelt und rausgebracht. Und zwar ist es im Grunde nichts anderes als die The King in besser, lauter und vor allem deutlich günstiger. Ja, zur Geschichte an sich. Ich habe versucht, mir mal die gesamte Reihe mal so ein bisschen parat zu halten. Und zwar, das fing ja damals bei Fire Event mit dem King Cobra an. Ich weiß gar nicht mehr, ob das 2017 oder 2016 war. Jedenfalls, sie kamen auf den Markt und haben direkt von Di Blasio Elio einen auf den Deckel bekommen, wegen Plagiatsvorwürfen. Und zwar, Cobra-Böller, die ja letzten Endes, Markenrecht von Di Blasio Elio sind. Ja, im Folgejahr darauf wurden von Fire Event die King Cobra umgelabelt und als The King neu auf den Markt gebracht. Es gab von dem The King erstmal, also die erste Charge, die habe ich hier noch, die kann man noch ganz gut erkennen. Und zwar wurde die erste Charge The King von InSmart International produziert. Im Folgejahr darauf kam, ich glaube die 2017er war das, genau, 2015, 2016, die 2017er Charge, die war nass, die kam nass bei uns an, die kam, glaube ich, gar nicht erst im Markt. Folge dessen darauf wurde der Produzent gewechselt und zwar nach Luyang Yingxing Yang Fireworks. Ja. Ich habe jetzt hier einmal die 2019er Charge und zum Schluss halt einmal die Honey Badger, die aus dem Jahr 2017 kommen. Ja, wir werden jetzt von jedem mal zwei Stück zünden. Mein Fazit findet ihr wie immer am Ende des Videos und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Fangen wir mit King Cobra an. Erste Charge The King. Dann kriegst du den Stopfen. Hast du das gesehen? Ja. Aktuelle The King. Alter, ein bisschen schlechter? Und die Honey Badger. Kommen wir zum Fazit. Ja, also das Ergebnis war jetzt nicht wirklich überraschend. Die King Cobra sowie die Honey Badger als auch die erste Charge The King waren, ich sag mal so ungefähr wirklich auf einem Niveau. Wobei die erste Charge The King bei mir so ein bisschen das Problem hatte, dass die Hülsen nicht korrekt aufplatzen, sondern eher der Stopfen rausfliegt. Hat man, denke ich, ganz gut im Video gesehen. Eine wirklich große Enttäuschung war auf jeden Fall die aktuelle Charge The King, also dafür 9 bis 10 Euro, was man dafür blechen muss, ist das absolut eine Riesenfrechheit, was man da geboten kriegt. Also das ist ein Knall auf, ich sag mal, fast schon Tonschleuderniveau. Also wenn ich da die Honey Badger für weit weniger als die Hälfte bekomme, also The King hat auch absolut ausgedient, bloß nicht mehr kaufen, also lass die Finger davon.
Und ja, hoffen wir mal, dass die Honey Badger irgendwie dann doch noch länger auf dem Markt bleiben. Da gab es ja so irgendwie Aussagen von dem Herrn Funke, dass wohl nur eine Charge produziert wurde. Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall für die Honey Badger auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, über Abo, Kommentar und Like würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Ansonsten freut euch auf das nächste Video und auf Wiedersehen.